Neue Folge von The Secret World. Der super Bosskampf liegt hinter uns. Ich habe ihn geschafft, Basti leider nicht. Nein! Fühlst du dich damit? Sehr schlecht, oder? Ist ein bisschen blöd. Ist echt ärgerlich, weil ich bin jetzt ja hier in der Story vorangeschritten. Wir sind jetzt hier in den Eishöhlen von Stufe 18 von der Hauptquest. Und hier ist irgendwie eine norwegische Expedition. Da liegen hier die Überreste so ein bisschen. Und hier liegen auch jede Menge Briefe. Ich guck mir die einfach mal an. Okay, sie kommen hier nicht so richtig weiter. Die tibetanischen Sherpas können ihnen auch nicht helfen. Ja, also sie sind fast gestorben, als es dunkel wurde, weil sie ja nichts mehr gesehen haben in den Bergen. Also ich bin jetzt irgendwie in den Bergen. Eishöhle, tibetanische Sherpas, das sagt ja was, so ein bisschen Himalaya, ne, dass wir da sind. Tibet. Ganze Descent. Die ganzen Notizen hier, die sagen jetzt so ein bisschen was darüber, wo sie wann wie waren und wo sie runtergestiegen sind. Ein Mann namens Belmont kommt immer wieder vor. Klingt sehr ähnlich wie der Beaumont, den wir eben bekämpft haben. Aber ist sicherlich jemand anders. Liegen ja echt viele Briefe rum, ne? Toss turned unto Belmont Roost after eating from rations. Also so ein bisschen die Story von so einer missglückten Bergsteigeroperation oder so Forscherexpedition. Ich überfliege das jetzt nur mal. Ihr könnt das ja auch in Ruhe nochmal lesen. Soll das eine Anspielung über diese eine Legende sein? Die ist ja wirklich passiert. Ist, glaube ich, wirklich passiert. Naja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Kannst ja mal erzählen, was du dich erinnerst da. Oh Gott, ich könnte es dir sogar genau sagen, dann muss ich nur kurz das nochmal angucken, wie das ja, heißt. Du hast ja überleg grad, wie es heißt, warte. Immediately from the native man. Shambhala. Shambhala ist jetzt, das ist ja geil hier. Oh, ein riesiges Tor. Shambhala ist ja, für alle, die es nicht wissen, ist ein mystisches Reich in den Bergen im Himalaya, also eine verlorene Stadt oder Heiligtum. Und wahrscheinlich hat es was mit dem zu tun, was ich hier mache. Hier steht jetzt gerade eine Person. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Ein Geist, der durch die Luft läuft. Das finde ich gerade sehr seltsam. Okay. War eine junge Frau. Was ist das hier? Hier ist jetzt ein Buch, habe ich gefunden. Also ein Journal, ein Tagebuch. This document shall bear witness to our fate. Ach, die Amundsen-Expedition ist das jetzt hier, soll das sein zumindest. Der Amundsen, der ist ja, wollte ja zum Nordpol, Südpol und ist ja dann extrem gescheitert. Gott, das ist jetzt peinlich, dass ich das. Bin eigentlich ganz gut in Geschichte, das habe ich schon wieder vergessen. Also einen der beiden Pole wollte er auf jeden Fall zuerst erreichen, ich glaube den Nordpol, und dann ist er da aber gescheitert. Das lief nicht so gut. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Sequenz. Reise zurzeit ganz weit weg. Hier sind Gegner. Hier sind richtig riesige Eishöhlen. Sieht ganz cool aus. Ja, danke. Entschuldigung. Was soll ich denn machen? Ich muss doch sagen, was ich sehe. Hier ist immer wieder diese junge Frau, die erscheint. Ich sehe einen nassen Mann, der eine Hose anhat, und in der Hose ist hinten ein Hasenplüschbommel dran, und das ist im Spiel und der tanzt hier rum, cha-cha-cha. Es ist im Spiel. Ich dachte schon, was guckst du jetzt für Videos? Da musst du uns aber mal das ist mit im Ruhe Spiel lassen. Weil ich bin gerade bei den Portalen zu den drei Hauptstädten, und das ist ein Spieler, und der steht halt hier vorne rum, und groß ist die Hose auch noch. Ja, ist aber menschlich. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, den Herrn Amundsen gefunden. Er sitzt hier in so einer geisterhaften Bibliothek. Hat ein bisschen was von Interstellar, aber auch nicht so sehr. Und da ist eine sehr schlecht handgeschriebene Notiz, die ich kaum entziffern kann. Das klingt ein bisschen nach einem Gedicht oder so, wo die Hälfte fehlt. Mal kurz gucken. Also ist alles sehr mysteriös. Das zumindest, glaube ich, kannst du entnehmen, dem, was ich hier erzähle. Escape the Dream. Okay, also es ist offensichtlich irgendwie ein Traum, in dem ich bin. Da hinten sind noch mehr so Traumräume. Hier ist wirklich eine Eishöhle. Und da drin sind immer so einzelne Ecken, wo wie in so einem, auf so einer Theaterbühne so einzelne Szenen irgendwie dargestellt sind.
Ah, cool. Also ja, alles cool. Sieht sehr cool aus, aber es ist auch alles sehr freakig. Ich weiß nicht genau, was alles bedeutet. Hier ist jetzt so eine Gemäldegalerie, so ein Stückchen. Da sehe ich, kann ich mir ein Bild angucken, eine Zeichnung von einer Person. Also was das alles bedeutet, kann ich dir aber auch nicht sagen. Oh, da hinten ist ein Haus aufgetaucht mit einem Auto. Das scheint aber nicht aus der Amundsen-Zeit zu sein, weil der ist ja in den 20ern gewesen. Das Auto sieht aber recht modern aus. So 70er oder 80er oder sogar noch neuer. Das hier. Liegt noch irgendwas vor dem Haus? Wieder eine Memory, die ich aufsammeln kann. Eine Riesenvilla. Citizen Kane. Aha, guck mal hier. Also von dem... Von dem Schloss aus Citizen Kane, von Foster Kane, also von diesem fiktiven Medienmogul aus dem Film. Natürlich auch cool aus hier, ja? Bilder aus dem Schloss, wo der gewohnt hat. Das ist ja real, da war ich ja sogar mal, das ist an der Westküste der USA. Da hat der Randolph Hearst, hieß der glaube ich im Original, also der reale Mensch, der Medienmogul, sich da so ein riesen Schloss gebaut. Und das sieht aus wie eine europäische Burg, mitten in den USA, an der Westküste, in Kalifornien. Mhm. Sind wir mit dem Auto mal vorbeigefahren. Und auf dem basiert halt diese Citizen Kane-Figur und dieser Film. Es ist wirklich ein riesen Schloss. Also wir haben es nur von Weitem gesehen. Unten von steht auf so einer Klippe. Es sieht total krass aus. Wirklich so mit Bogen, Burgtürmen und Zinnen und so. Mitten in Kalifornien. So, jetzt habe ich hier irgendwie so eine Hieroglyphen... Rolle oder so, also wirklich alles ganz verrückt. Irgendwas mit Babylonien, also wir haben hier wirklich alles am Start. Babylonia machen jetzt hier auch noch mit, also irre. Ich glaube, das ist gerade alles unfassbar tiefgründig. Und ich check's nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht die Zeit, mich hier mit jedem Detail krass zu beschäftigen. Hier ist jetzt ein Sternenhimmel, der mitten im Raum schwebt. Also hier ist einfach... Mitten in der Höhle ist einfach so ein, weißt du, so ein Höhlendurchgang und da ist wie so ein Tor einfach Sternenhimmel. Ich laufe da jetzt einfach mal rein. Mal gucken, was dahinter ist. Vielleicht ist das der Ausgang aus dem Traum. Oh! Alter, ich bin im Weltraum. Hier ist einfach Weltraum. Hier ist um mich rum Asteroidengürtel. Krass. Also, es ist gut, dass ich diesen Kampf noch geschafft habe, damit wir das euch noch zeigen können, weil das ist echt ganz schön geil. Hier liegt ein Geschenk auf dem Tisch mitten im Weltraum. Ich kann es nicht. Guck dir auf jeden Fall Folge 95 an. Also, die hat's in sich, du. Okay, Sequenz. Ich glaube, die Götter reden mit uns. Die Götter sind fertig mit Reden. Das ging schnell. Da war mitten im Weltraum ein Tisch, so ein alter Holztisch, so ein bisschen 2001 Odyssee im Weltall, alles total abgefreakt und da stand ein lilanes Geschenkpaket drauf und ich habe es angeklickt, ein Geschenk und dann haben Götter mit mir geredet, nehme ich zumindest an, dass es welche waren, weil es so aus dem Off einfach eine Stimme war, der meinte, nimm dieses Geschenk an, solange du uns dienst, wird es dir nützen oder so, also ich weiß nicht, was das jetzt ist, vielleicht irgendwelche Superkräfte oder so. Offensichtlich gefallen wir ja irgendjemandem da draußen im Universum, also mit dem, was wir tun. Könnte auch eine Anspielung sein von den ersten beiden Personen, die man im Anfang gesehen hat. Oh, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr, was waren das? Goldene, also diese eine weiß gekleidet und die eine in schwarz gekleidet. Ah ja, stimmt, ganz am Anfang, ne? Also, ja. Richtig. Da hat man ja auch so einen Traum und dann, als wenn man sich verwandelt, so in dieser Anfangssequenz. Genau. So dieser Kampf zwischen Gut und Böse, so, ne, dieses Ding. So, ich habe das abgeschlossen, ich sende mal den Report, ich kann mir eine neue Waffe aussuchen. meine Auftraggeber sagen auch, Mann, das war ganz schön cranker Shit, ey. Okay, ich würde dich high-pfeifen, wenn ich jetzt gerade neben dir stehen würde. Super. So, Solomon Island ist fertig, und dann komm mal zu mir ins Office. So, ich kann mir jetzt noch eine Waffe aussuchen, irgendwas Geiles, Neues. Super Shotgun hier, aber es ist natürlich, das ist ganz, ganz gut, das Zeug. Nehme ich auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, was ist besser von meinen Sachen? Ich habe eine Stufe 8, Stufe 6 kriege ich jetzt, Qualitätsstufe 6. Dann nehme ich doch die Shotgun, glaube ich, weil die Shotgun, da habe ich nur eine Stufe 4 momentan. Dann nehme ich doch die. Das ist gut. Und wie viel Geld gibt's? 66.000 und 119.000 Erfahrung. Also das hat sich gelohnt.
Das hat sich gelohnt. Und jetzt muss ich zurück ins Office. Und ich würde sagen, ja, das war jetzt, glaube ich, erstmal für eine ganze Weile die letzte Folge, die wir beide zusammen gespielt haben. Haben wir ja nicht mal, weil wir konnten ja gar nicht zusammenspielen. Ja, bisschen ärgerlich. Das Spiel hat uns mal wieder nicht gelassen. Hat uns nicht gelassen, ne? Vielleicht und auch echt nur vielleicht, wenn ich zu viel Zeit habe, was nicht so oft vorkommt, dann zeige ich euch noch hier, wir sollen jetzt ja zu unserer Auftraggeberin, die immer mit uns redet, über Funk und so, sollen wir ins Office gehen, also in New York wahrscheinlich wieder in die Basis von Illuminaten. Vielleicht noch eine kleine Bonus-Episode irgendwie nächste Woche oder so, wo ich da mit der rede, vielleicht irgendwie höre, was passiert jetzt als nächstes. Ich meine, wir sind mit dieser Solomon Island-Geschichte, mit diesem hier New England-Zeug sind wir jetzt erstmal soweit fertig. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, jetzt geht's weiter, also wahrscheinlich nach Ägypten oder Südamerika oder so. Oder Mittelamerika. Also irgendwo anders hin. Ja. Du weißt wahrscheinlich schon, wohin. Ne? Ja, ich weiß, wo es hingeht. Ja, also ich verrate nichts. Irgendwie geht's jetzt weiter und wir können ja mal mit der reden nächste Folge. Kann ich auch alleine machen, dann stehe ich ja eh da alleine im Büro bei ihr und höre mir einfach mal an, was sie dazu zu sagen hat, wo es jetzt hingeht und wie es weitergeht und was vielleicht auch einfach ein bisschen erklärt. Wenn wir es so wie heute machen, dann kann ich dir fast versprechen, dass ich Zeit habe. Ja, also müssen wir mal gucken, wann wir da für Zeit finden. Wie gesagt, jetzt ist erstmal, das soll jetzt erstmal das Let's Play gewesen sein, soweit. Wie gesagt, mindestens so für den Sommer. Vielleicht gibt es noch so ein, zwei Bonus-Episödchen mit einem Ausblick darauf, was euch erwarten würde oder wird, wenn ihr das selbst spielt und jetzt dann diese ersten Abschnitt geschafft habt. Aber erwartet nicht jetzt weitere 100 Folgen. Nee. Das wird es nicht geben. Ja, danke, Basti. War eine schöne Zeit mit dir. Oh ja, mit dir auch, auf jeden Fall. Danke. Danke. Ja, der Ninja und die Illuminaten-Scharfschützin, das war auf jeden Fall ein großer Spaß, ein tolles Team. Und ich finde, wir haben coole Sachen erlebt. Wir haben uns ein bisschen aufgeregt, teilweise über das Missionsdesign, dass es ein bisschen eintönig ist und so. Aber es hat auch unfassbar viel Gutes, das Spiel. Die Atmosphäre ist toll, das Charaktersystem ist super, finde ich. Also mit diesem völlig freien Level. Ja. Was auch wirklich super ist und besonders in die Mission, die fand ich krass, wo man selbst recherchieren musste, auch im Internet. Ja, diese Rätsel. Also das war echt nice, das muss ich sagen, habe ich noch in keinem Spiel erlebt. So. Nee, genau, das macht es echt einzigartig. Und wenn man irgendwas anfangen kann mit diesem ganzen etwas weirden Illuminati, Lovecraft, Stephen King Universum und so, dann ist das einzige Spiel, was das bietet, muss man ja echt sagen, ne? Also gibt ja sonst nur Fantasy, Sci-Fi und so, also verschiedene, aber so ein Real-Verschwörungszeug, das gibt's ja sonst nicht. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß mit euch und ja, wir verabschieden uns. Basti, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Vielleicht gibt es demnächst noch eine Bonusfolge. Müsst ihr mal hier im Kanal weiterhin zuschauen. Ansonsten guckt Star Trek Online. Das ist auch super. Wenn er es noch nicht geguckt hat, guckt rein. Erste Staffel ist komplett online und in ein, zwei Monaten geht es auch weiter mit der zweiten Staffel. Also, wenn euch die Online-Rollenspielkost geht euch nicht aus. Ne? Super, Leute. Tschüss.